Hallo und ganz herzlich willkommen. Heute habe ich einen Gast bei mir, ein Kunstwerk von Freya, der nordischen Göttin der Liebe, sozusagen das Pendant zu Aphrodite und Venus. Sie ist eine sehr starke und sanfte Frau, eine Königin. Warum zeige ich sie euch in Verbindung mit dem 26. Juli? Am 26. Juli hat ein neues Maya-Jahr begonnen, das unter der Glyphe, also unter der Energie 3 Ahau steht, die Erleuchtung. Es ist jetzt wesentlich einfacher, dass wir Kontakt zu unserem höheren Selbst und mit dem höchsten Selbst und dem höchsten Bewusstsein aufnehmen und sozusagen uns verbinden damit und durch den Tag gehen. Also ich mache das immer so, dass ich morgens, bevor ich dann aufstehe, mich verbinde mit meinem göttlichen Licht- und Liebe-Team und mich bedanke, dass sie mit mir durch den Tag gehen und dass sozusagen die Dinge geschehen dürfen, die geschehen sollen. Es macht echt einen Unterschied, wenn ich das sage oder ob ich es nicht sage. Ja, und Freya? Sie ist auf Leinwand entstanden in der Heiligen Nacht 2015. Sie ist sehr nach innen gekehrt. Na, ihr Blick geht nach innen und sie ist sich ihrer Gefühle bewusst und fühlt sie auch und geht Stück für Stück tiefer in dem, was sie fühlt. Also fühlt immer das nächste Gefühl nach einem Gefühl und landet irgendwann in der Stille und Leere, in Endlichkeit, in der Liebe, in der Glückseligkeit. Ja, ich habe sehr unterschiedliches Material für sie verwendet, vom Textilpen über Glasnuggets. Und sie hat ihre Haare fast wie Pippi Langstrumpf. Also auch dieses abenteuerliche Kind ist mit drin. Ja, wie gesagt, also die Verbindung zwischen dem nach innen gekehrten, Gefühle fühlenden und gleichzeitig sich verbinden mit dem höchsten Selbst. Das ist, was sie ausdrückt. Ja, ich zeige sie euch nochmal, weil das Gesicht so schwierig zu sehen ist. Dann könnt ihr sie nochmal von nahem sehen. So könnt ihr das Gesicht besser erkennen. Ja, ich lasse das mal kurz noch stehen. Dass ihr sie betrachten könnt. So, jetzt bin ich wieder zurück mit ihr. Ja, ich wünsche euch ganz viel Verbindung mit eurem höchsten Selbst, mit eurem höheren Selbst und dem höchsten Selbst. Und ja, dass ihr den Mut habt, die Gefühle zu fühlen und tiefer zu gucken, was da ist. Es lohnt sich auf jeden Fall. Einen schönen Tag oder Abend. Tschüss.